Welcome back! Ich hab euch vermisst und der Fennec auch. Stimmt! Ja, ich auch, ja, ne? Wie immer so. Hä? Du bist ausgestiegen. Tja, selber schuld. Wow, was zur. Schießt du eigentlich? Achso, ja, dann. Ja, gerade eben hört es ja auf mit, dass die Stack-Initiative hier in unsere Stadt gesandt wurde, was auch immer das heißen soll. Richtig. Aber ich denke, das heißt, wir kriegen eine Menge fette Probleme. Wahrscheinlich. Davon würde ich jetzt echt mal ausgehen. Dann sollten wir mal die nächste Mission machen. Ja, Moment. Vielleicht sollte ich mal ein bisschen skillen, das habe ich nämlich eigentlich seit jemals nicht mehr gemacht. Oh, stimmt, sie wäre auch schon eine Ewigkeit nicht mehr gemacht. Oh, und hier brennt gerade alles. Immer weg. Und hier ist irgendwo eine Bandenoperation. Also, wir kriegen erstmal wieder Bargeld dazu. Zack. Ah, ne, doch, da ist. Ach, da sind Gummipuppen und eine Bandenoperation. Aber in der Bandenoperation sind keine Bandenmitglieder. Hä? Hier steht Bandenoperation, aber hier ist niemand. Okay. Ich gucke hier gerade mal noch kurz. Das ist komisch, naja. Boni. Oh Mann, dämliche Polizistenschwucke. Im Ernst. So, ich würde hier gerne ein bisschen skillen, aber die lassen mich nicht. So, Verbesserung. 10 Stück habe ich frei. Okay. Weithändig MP, es dauert noch ein bisschen. Ja, ich gucke gerade, ob ich die Munition vielleicht noch ein bisschen höher kriege. Munition, ja, alter Munition, da kann man ja irre viel kaufen. Das kostet ja relativ wenig am Anfang noch. Okay, keine Ahnung. Naja, ich meine, man kann es ja hier hochskillen, bis man unendlich Munition für eine Waffe hat, ne? Ja, habe ich aber weißt noch du? Nie gemacht, glaube ich. Genau, ist aber ultra halt, ne? Logisch. So, ja, jetzt habe ich kein Geld mehr. Jetzt komme ich mal schlecht. Zu dir gefahren. Ja, komm zu mir. Und schau dir diese verbuggte Bandenoperation an. Schaden. Ich bin auf dem Weg. Fahrzeuge, Feuer, Kugel. Ich glaube, da bist du da hinten. Sieht so aus. Ich sehe deinen Live-Balken. Munition, bla bla bla, schnelles Nachladen. Bla bla bla. Nahkampfmuskel. Ah, da bist du. Munition. Skillen wir mal MP-Munition. Alter, hier ist alles voller Gegner. Was? Wo? Ich sehe keine Gegner. Ernsthaft? Aber ich sehe halt platt. Alter, weißt du, wie viele hier stehen? Oh, jetzt stehen sie da gerade eben. Waren die da noch nicht? Ich bin hier gerade eben einfach so durchgelaufen. Ach du Kacke! Ich war da ein bisschen mit meinem Handy beschäftigt und derzeit sind die gespawnt, glaube ich. Mehr einer macht einen Kratzer in mein Auto. Welches Auto? Alter! Komm her! Mach sie nieder! Ja, dabei! So, ne? Oh fuck, da kommen noch mehr! Also die Lutschers! Die Lutschers! Ja, irgendwie muss ja noch einer von der Bandenoperation muss noch da sein! Ja, da ist einer weggerannt, der ist da hinten! So! War's das? Ja! Bandenoperation ich hab keinen Erfolg geschafft! Hm. Wie? Nee! Du hast ja aber angefangen! Ich weiß! Ich hab keinen Erfolg gekriegt! Ja, das ist ärgerlich. Möchte ja, ich mal anmerken. Blöderweise, ja. Oh, hast du dir das Nightblade-Auto geholt? Spring rein. Okay. Oh, spring rein, nicht rein. Nein, ich spring nicht rein. Verdammt. Oh, der hatte diesen Ultra-Knaller-Granatwerfer. Not bloody likely. Oh. Jo. Ah, ich bestell mir mal ein Auto. Tu das. Wo ging das? Ich hab schon wieder einen Platten. Telefon, Fahrzeuglieferung. Genau, richtig. Sexy Kitten. Wow. Das klingt doch gut. Wieso bestellst du immer die Schrottfahrzeuge? Das ist unglaublich. Das klang gut. Außerdem sieht das aus wie ein sexy Kitten. Ich meine, schau dir das mal an. Ja, es passt auf jeden Fall gut zu dir. Ich weiß. Ja, wir sollten dann vielleicht mal eine Mission nochmal annehmen, ja. Ne? Ach, da oben ging es in dem Spiel. Stimmt ja, ich habe das zwischenzeitlich total vergessen. Stimmt, da müssen wir noch Missionen machen. Ich dachte, hier geht's rumzufahren und rumzuballern und mit rosa Autos rumzufahren, die keine Motorhaube mehr haben. Oh.
Aber es hat Nitro, heilige Scheiße! Was? Ja, das sexy Kitten hat Nitro. Das gibt's noch nicht, Alter. Oh! Nein, mein Auto brennt. Alter, ich hab ein Rad verloren. Was? Manchmal ist gutes Rad eben teuer. Alter, der war ganz mies. Ganz mies. Oh ja. Wie das von Nickens. Aber die Luchadores liefern mir natürlich gleich wieder ein Fahrzeug. Das ist ja auch schon. Das ist immer so nett von denen, gell? Ja, die kommen immer mit Fahrzeugen und sagen, ach komm, nimm dir doch mein Fahrzeug, deins ist gerade kaputt gegangen. Das sind die nettesten Lutschers, die ich kenne. Ja, nimmst du jetzt meine Mission an oder nicht? Ach, ich soll eine Mission anrufen. Sag ich doch. Ach so, ja gut, dann machen wir das mal. Aufträge. Ah. Das klingt doch gut. Ja. Vor allem, weil es hier ja ganz in der Nähe ist. Nicht mal einen Kilometer weg. Oh, doch, mehr als einen Kilometer. Ich laufe. Wo läufst du? Weil oh ja, dann. Such dir eine Karre, schnell. And I'd be glad if you got to the point. You need to trust me. That's a tall order. I'll send you my location. Bring someone if you wish. I won't be offended. Ready to make a new friend, Oleg? I wouldn't want to miss killing her if she tries something uncivil. Ah, treffen wir jetzt die nette Mrs. Viola. Viola de Winter, genau. Sehr schön. Oh, mein Auto hat es gerade zerlegt und ich bin hier inmitten von Pullen. Ich rette dich! Wo bist du denn? Ich glaube einfach ein Bullenauto, das macht's einfacher. Oh, so. Oh, ein Heli. Na klasse. Und hier ist noch eine Bandenoperation. Ich guck jetzt mal, dass wir irgendwie hinkommen, ne? Ja, ich bin auf dem Weg. Ich bin quasi da. Wow! Und da bin ich! Yay! Puh. Sehr gut! I didn't realize you were a patron of the arts, Viola. We never really had the chance to chat. What, with you being a science experiment? I wouldn't piss off the big guy. Look, I'm not here to fight. We need to work together. Right. Johnny's dead because of you. Johnny's dead? Because he thought he could do everything on his own. So what's in it for you? I get to watch Kilbane suffer. Can you play nice? Like I'm always gentleman. What is that? Nothing good. Oh. Let's go. Ich glaube, jetzt kriegen wir Probleme. Ja. Ach du Scheiße. Alter, wir haben diese unfassbar guten Sniper. Meine? Ja. Dann haben wir jetzt ein Problem, glaube ich. Gut, wenn man fette Russen dabei hat. Richtig. Woher zur Hölle wussten die, wo ich bin? Oder wir sind. Ich bin cover with one of the De Winter sisters. We're about to move in. Roger that. Contact me once you secure the area. Yes, Commander. Na, das kann ja eigentlich nur spannend werden, nicht wahr? Oh ja. Yeah. Let's hope the front's clear. Weg hier. Ich hab Schiss. Ich geh wieder. Mach sie nieder auf. Wo sind sie denn? Da hinten sind sie. Ich mit meinem Pistölchen aber nicht weit. Ich mache mit meinem Pistolen fertig. Ich habe ein bisschen auch speziell. Sind speziell. Leben einen alternativen Schaden. Lebensstil. Oh, ich nehme haben besondere mit. Bedürfnisse. Geil, ja. Ey, jetzt hätte ich noch so eine Waffe mitgenommen, dann hätten wir die gehabt. Tja, zu spät. Auf geht's. Ja, das war halt sehr klug, nicht?
Okay, das war halt auch dumm. Wie kommen wir jetzt weg? Oh, oh. Die haben so Düsenjets. Wie toll. Alter, was? Alter, ist ja ultra geil. Jetzt wird's lustig. Weißt du, in Zukunft sollst du, glaube ich, keinen Polizisten mehr anschießen. Ich glaube auch. Wow, guck mal auf die Minimap. Überlebe. Einzige Mission, überlebe. Warum? Einfach warum? Kann man es kapern? Leider nicht. Ich mag kapern. Ja, das ist klar. Was auf der Pizza. Weißt du, ich guck jetzt mal, ob wir da... Wir müssen das Ding zerstören. Nee, müssen wir nicht. So, kommt her. Wichser. Sehr schön. Los, lass mal die Dinger zerstören, wir müssen die Dinger zerstören. Okay, dann helfe ich dir. Nee, schauen wir nicht. Wir müssen die platt machen, bevor sie die Soldaten abladen. So, komm her, du Stück. Oh, schon weg. Ah, da drüben ist noch einer. Da kommt der nächste. Achtung. Wo ist er? Da. Wow, Alter. Und genau so muss das ablaufen. Oh, da kommt noch einer. Fast. Da vorne. Ah, ich treffe ihn nicht. Fuck, meine Muni ist leer. Ah, perfekt. Schrott. Gut. Da ist der nächste. Wo? Oh, die hat schon abgeladen. Fuck. Ah, ich habe trotzdem noch zerschrottet. Na, bringt es natürlich nichts, aber also was soll das? Scheiße. Okay, ich sehe die Gegner gar nicht. Da ist noch einer. Das ist aber Vitoles. Was? Vitoles? Nein. Da, Achtung. Wir sind schon weg. Gut, da kommt noch was. Ah, da sind noch Gegner. Okay. Puff, puff, puff. Puff, 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 puff. Puff. So. Alle weg. So, okay. Achtung, Vitoles. Oh, fuck. Ich glaube, wir haben ein Problem. Also, irgendwas kann er noch nicht. Ja, hier ist alles voll mit Vitoles. Alter, die Luft brennt, Mann. Wo bist du? Hier hinten. So, Oleg war's. Help! Alter, hier ist ein Stack Trooper, den kann ich nicht töten. Wo? Hier! Siehst du den? Bam! Ich sah ihn, so. Ich oh, kann auch den Leute. Alter, der Ole ist aufgesprungen. Vollidiot. Der wird sterben. Boah, Alter! Gut, ab in den Aufzug. Ab in den Aufstuhl. Fahrzug. Auf Stuhl. Aufstuhl klingt nach einer ziemlich ekligen Magen-Darm-Krankheit. Irgendwie schon. Weg aus dem Weg, ihr Penners. Weg. Du stehst im Weg. Merkst du das nicht? Alter, diese Typen sind so unfreundlich. Unfreundlich? Du meinst, dass sie auf uns schießen? Ja, und dabei im Weg stehen, sodass wir nicht mehr abhauen können. So, wo geht's längs? Hier geht's längs. Oh, ich lade noch nach. Moment. Klick, klack, klick, klack, klock, ritsch, ratsch, bumm, auf. Oh, ich sehe schon Polizeisirenen durch die Tür. Ich habe mir ein Schutzschild genommen. Ja, genau, die parken im Bullenkarre genau so. Willst du nicht? Ach, du schaffst den Panzer, okay. Ich habe mir den Panzer genommen, ja. Ich nehme den Panzer. Den Panzer? So, wo geht's lang? Also ich fahre jetzt den richtigen Weg. Sehr gut, ich fahre auch den richtigen. So. Oh, hier ist alles. Oh, nee, gar nicht alles voll. Da war ein Decker gerade. Aber naja. Ein Decker. Es ist alles voll. Ein Decker. Wow, fuck. Ich fahr gerade direkt auf Panzer zu. Alter, ich auch. Mir ist gerade das Spiel verreckt einfach. Was? Läuft's bei dir noch? Ja. Oh, er ist mich rausgeflogen. Nein! Ja, Freunde, da sind wir schon wieder zurück. Jetzt immer die Technik, die Technik. Die Technik, die Zukunft. Und ja, wir mussten jetzt gerade die Mission nochmal von vorne, komplett von vorne machen. Aber es war ja nicht so viel. Ja, gut. Vielleicht nehmen wir das Lasergewehr mit. Ja, ich geh hier raus. Scheiße.
Ja. Fertig? Das geht. Warte. Jetzt. Fuck me! Ah, the cop car! Get in it! Und zack, ich nehme weg. Wieso muss ich fragen? Wieso nimmst du dir eigentlich das normale Polizeiauto und nicht den Panzer? Weil er gesagt hat, geh ins Polizeiauto. Oh. Ganz einfache Kiste. Manchmal sollte man das Spiel auch spielen, wie es vorhergesehen war. Aber nur manchmal. Wow, Polizisten. Wow, Stack Troops. Troops. Das finde ich. Übrigens. Nee, nicht der. Der vor uns, den meinte ich. Das ist nett von dir. Wow, hier wackelt alles. Du weißt, dass über dir drei V-Tools sind, ne? Ja, das passiert. Ja, normal. Ja, das passiert bei mir daheim jeden Tag. Alter! Wow! Du hast mich abgedrängt! Du hast nicht abgedrängt! Nein! Ich bin gerade ausgefahren, mein Auto. Wo ist denn das Fräulein hin? Haben wir das Fräulein verloren? Welches Fräulein? Ja, Viola, ist hinter uns, Alter! Hat die ihr eigenes Auto? Nein. Ah, die ja, sind gar keine. Doch, die hat ihr eigenes Auto. Perfekt, dann kommen sie uns hinterher. Nee, die steigt jetzt bei mir ein. Oder so. So, ich hab sie. Die ist am Geschütz. Auch gut. Und die haut die weg. Schön. They hitting the syndicate too? Who knows? We've been busy running for cover. Alright, stay safe, girl. I'll see you soon. Gut, dann auf zu schauen die nicht, wahr? Die scheint Schiss zu haben. Sieht so aus. Ich hab auch Schiss, verdammt, Alter. Die schießen mit fucking brennenden Laserstrahlen. Ja. Als wären normale Laserstrahlen nicht genug. Sie haben brennende Laserstrahlen. Ich glaube, das sollen normale Laserstrahlen sein, oder? Bam! So, also ich bin daheim. Yay, nice. Gut so. My name is Cyrus Temple, commander of the Special Tactical Anti-Gang Unit. I'm here to answer your questions about the Stag Initiative. Excuse me, sir, one question, please. How long will Stag be occupying Steelport? There is no occupation. We have the full support of Mayor Reynolds. How will Stag impact our daily lives? When we win the war on urban terror, you and your families will be safe again. Sir, that's not what I asked. Let me tell you about Jessica Parrish, a girl from Stillwater who ran away from home to be with her tough guy boyfriend. Jessica thought her life was pretty sweet, until a gangbanger kidnapped her, threw her in a trunk of a car, and laughed as her boyfriend crushed her in a monster truck rally. If Jessica Parrish was your daughter, how far would you want me to go? Thank you for your time. Der labert so typische Politiker-Scheiße. Richtig. Tja. Allein dafür gehört er schon gecrushed. Den machen wir fertig, den Typen. Bin ich voll dabei. Und Viola gehört zu uns. Das gefällt mir. Sehr schön. Mehr Mädels, mehr Money. Willst du sie verkaufen? Mehr Money, mehr Mädels. Ja, das natürlich auch. Das ist so gegenseitig, ne? Ach so, ja klar. So, und dann würde ich mal sagen, das war's auch schon wieder für die Folge. Au! Nach technischen Schwierigkeiten verpasst du nicht deine Munition. Okay, hast recht. Oh, es hat die Zivilisten geblitzt, Dings. Geblitzt, Dings? Wieso kannst du so blitzdingsen? Naja, komm. Dann würde ich mal sagen, wir machen an der Stelle jetzt wirklich mal eine kleine Aufnahmepause. Bin ich voll dafür. So, und bis gleich, ne? Ciao. Tschüss.